Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Das Iliosakralgelenk wird auch als Kreuzbein-Darmbein-Gelenk bezeichnet. Wir schauen uns das an dem Modell mal an. Es befindet sich zwischen dem Beckenknochen und dem Kreuzbein. Es gibt eins auf der rechten und eins auf der linken Seite. Damit ist es eine ganz wichtige Schaltzentrale, die die Kraft vom Rumpf über das Becken auf die unteren Extremitäten weiterleitet. Die Beweglichkeit im Kreuzbein-Darmbein-Gelenk ist dabei nur minimal, weil Muskeln und Bänder das Gelenk extrem gut stabilisieren. Wenn sich das Gelenk verkantet, dann kommt es zum sogenannten ISG-Syndrom, was im Volksmund auch als Hexenschuss häufig bezeichnet wird. Die Beschwerden treten dabei ganz lokal, genau im Bereich der Kreuzbein-Darmbein-Gelenke auf, aber sie können auch, man sagt, pseudoradikulär in die Beine nach unten ausstrahlen. Die differenzialdiagnostische Abgrenzung von einem Bandscheibenvorfall sollte deswegen durch einen Arzt erfolgen. Die Ursachen für dieses sogenannte ISG-Syndrom können einseitige Haltungen, aber auch eine Beinlängendifferenz oder ein relativ lockerer Bandapparat sein, wie er zum Beispiel bei der Schwangerschaft vorkommt. Und wie Sie Ihr Kreuzbein-Darmbein-Gelenk optimal mobil halten können, auf der anderen Seite aber auch stabilisieren können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, willkommen zur Mobilisation des Iliosakralgelenks, das heißt der Verbindung zwischen Beckenknochen, explizit der Darmbeinschaufel und dem Kreuzbein. Wir haben auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein Iliosakralgelenk, deswegen ist es wichtig, wechselseitig beide Gelenke zu bewegen. Das erreichen Sie, indem Sie in folgende Position gehen: Oberkörper bleibt gerade, Hüftgelenk wird 90 Grad gebeugt und beide Beine werden gestreckt. Und was Sie jetzt machen, ist das Becken wechselseitig rotieren, sodass Sie sich mit den Beinen respektive den Füßen vom Untergrund nach hinten abschieben. Jürgen, wenn du das mal vormachst, Sie sehen, einmal wird das Becken in die eine Richtung gedreht, einmal in die andere. Sie bewegen sich nach vorne und nach hinten und dadurch wird wechselseitig das eine, das rechte und einmal das linke Iliosakralgelenk aufgedehnt und das andere kleines bisschen komprimiert. Dadurch erreichen Sie relativ einfach eine Mobilisation des Iliosakralgelenks. Eine zweite Möglichkeit besteht, indem Sie sich auf den Rücken komplett hinlegen. Dann machen Sie eine leichte Verfringungsbewegung, indem das obere Bein gebeugt wird, über das andere Bein gelegt wird. Sie können das gerne hier im Bereich des Kniegelenkes ablegen und der Oberkörper wird genau in die entgegengesetzte Seite rotiert. Und dadurch erreichen Sie eine Öffnung des Iliosakralgelenkes. Sie können es zusätzlich verstärken, indem Sie die Hand nehmen und zusätzlich das Kniegelenk ein kleines bisschen nach unten drücken. Das gleiche natürlich für das wechselseitige Iliosakralgelenk, indem Sie sich auf die andere Seite drehen, sprich das rechte Bein in dem Fall wird über das andere gelegt, der Oberkörper wird in die andere Seite rotiert und dann nochmal kräftig das Kniegelenk Richtung Boden drücken. Okay, wir richten uns wieder auf. Als nächstes kommt eine Übung mit einem Gummiband, das Sie am besten durch einen Partner halten lassen oder Sie spannen es in einem kräftigen Stuhl oder Tischbein ein. Das Gummiband wird um das Hüftgelenk gelegt. Als nächstes wird das Kniegelenk 90 Grad gebeugt. Und wichtig ist jetzt, einen kräftigen Zug hier auszuüben, wodurch das eine Iliosakralgelenk geöffnet wird
Und jetzt können Sie wechselseitig das Hüftgelenk ein bisschen beugen und strecken, aber auch wechselseitig leichte Drehbewegungen nach innen und außen durchführen, wodurch das Iliosakralgelenk mobilisiert wird. Bestens. Die nächste Übung erfolgt im Stehen. Wir stellen uns hin. Jetzt brauchen Sie eine ganz kleine Unterlage. Sie können sich zum Beispiel auf eine kleine Stufe stellen. Wir benutzen hier von diesem Ständer die Unterlage. Sie sehen, das Bein, in dem Fall das rechte, hängt damit in der Luft. Und dann versuchen Sie, leichte, wechselseitige Bewegungen des Hüftgelenkes durchzuführen. Wichtig, der Oberkörper bleibt komplett gerade. Und nehmen Sie ruhig den Schwung mit, wodurch das Iliosakralgelenk einerseits entspannt wird. Das Bein kann sozusagen durch die eigene Schwerkraft das Iliosakralgelenk nach unten drücken und durch die wechselseitigen Bewegungen wird das Gelenk zusätzlich geöffnet. Zu guter Letzt noch eine Übung, die wir im Vierfüßlerstand durchführen. Hierfür nehmen wir ein Kniegelenk, nämlich das tischnahe Kniegelenk, stützen es auf der Unterlage ab. Beide Hände gehen ebenso auf die Unterlage. Ich gehe mal auf die andere Seite und was Sie sehen, ist, dass beide Sprunggelenke übereinander bewegt werden. Und jetzt wird das Becken zunächst auf der schmerzhaften Seite ein bisschen angehoben. Und was Sie jetzt machen, ist, das Becken ruckartig einfach fallen zu lassen. Sie sehen, dass dadurch das Iliosakralgelenk auch geöffnet wird mit einem relativ schnellen Ruck. Und dadurch erreichen Sie auch relativ einfach eine Mobilisation des Gelenkes. Vielen Dank. Das waren die ersten Übungen zum Iliosakralgelenk. Als nächstes beginnen wir dann mit den Stabilisationsmaßnahmen.